Peace, Leute, was geht? Morgen geht's wieder heim. Wir sind immer noch hier im Saustall. Zwei Mopeds im Eingangsbereich und eine richtig verrückte Sache. Also wie ihr wisst, wir haben uns ein kleines Airbnb gebucht und auf den Fotos sah das auch alles ziemlich nice aus. In der Realität war das aber ein bisschen anders. Zum Beispiel gibt es hier einen Gemeinschaftspool, den ich euch jetzt mal zeige. Auf den Fotos sah er so aus. Und wir waren jetzt in den letzten Tagen gar nicht am Pool, weil es ist halt noch nicht so warm. Wir haben ja 18, 19 Grad. Das heißt, nicht unbedingt bestes Poolwetter. Trotzdem haben wir uns dann entschlossen, einmal abzuchecken, wie denn der Pool aussieht. 3, 2, 1. Tada! Wir wollen uns jetzt nicht mit dem Schlechten befassen, sondern die guten Dinge sehen. Und zwar, dass die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und wir jetzt in den Sonnenuntergang mit unseren tollen Motorrädern fahren. Jetzt sagen wir Maurice mal, er ist heute mit der Superjog unterwegs. Oi. Oh oh, jetzt wird's teuer. Perfekt, gut, dass ich keine Geldbörse dabei habe. Hab ich auch nicht. Echt nicht? Nein. Wirklich? Nein. Wirklich? Portemonnaie nicht dabei. Nein. Hast du es dabei? Nee, ich schwöre dir, ich habe kein Portemonnaie dabei. Stell mich mal davor und dann kannst du mal unauffällig mein Kennzeichen runterbiegen. Ja. Perfekt, das ist Teamwork. Wir waren ja nicht zu schnell, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich glaub, man hat uns nur gehört. Ja, ich glaube, ein bisschen zu laut. Bonjour. Yes. Wir haben die Kontrolle jetzt mehr oder weniger überstanden. Die Polizisten waren mega nett. Wir haben jetzt beide ungefähr 90 Euro Strafe bekommen. Wir hatten ja nichts dabei, kein Portemonnaie, kein Ausweis, keine Kreditkarte, nichts. Und der eine meinte schon, dead serious so, then we will take the bikes. Und ich so, Digga, ja, ich habe so gelacht. Ich so, ja, ja, haha. Und er so, serious. Netterweise wird uns das jetzt per Post nach Hause gesendet und dann können wir es im Nachhinein zahlen. Was höre ich denn da? Was war das denn jetzt, Alter? Hä? Der Sache gehen wir jetzt auf den Grund, oder? Ja, wer ist der hier raufgeklettert? Da hinten, da ist einer, ja. Krass, er hat da sogar so ein Notebook aufgestellt. Also wirklich, der Tag wird immer absurder. Ich habe das Gefühl, ich träume. Bin irgendwie in der Matrix gerade gefangen. Ohne Scheiß, mir tut das aber jetzt schon leid, wenn ich dann gleich mit Vollgas mit meinem FMF da langballer und er nichts mehr versteht. Ich denke, er hat das falsch gestimmt oder so. Ja. Hä, hey, krass, hast du die Lackierung gesehen? Das ist eine ganz krasse Struktur. Ja, guck dir das mal an, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ah, ich kenne das, ja. Aber er hat ein Ticket bekommen. Guck mal, er hat sogar die Ansaugung oben. Da bei dir, das ist die Ansaugung, glaube ich. Oder das ist ein Parkticket, ich weiß es gar nicht. Digga, das Fahrwerk ist brutal. Ne? Wenn der Einstoßdämpfer nicht ausreicht, was machen wir dann? Ja, wir bauen einfach noch einen zweiten ein. Und das dann mal 4, also mal einfach 8 Stoßdämpfer. Entspannt. Also mit dem Ding kannst du wirklich. Da kannst du alles plattfahren, was du willst. Ja? Roller, Motorräder, Smarts, alles. Ja. Ich würde gerne mal wieder zum Casino fahren. Das ja, lass mal zum Casino, komm. Ja. Boah, Alter. Boah. Wild, oder? Fucking geile Panigale. Oh. Na Maurice, hör mal! Ja, bonjour. Der wollte hier gerade rübergehen. Du hast ihm einfach mal die Vorfahrt genommen. Guck mal, der Mini Cooper vor dem Renault. Der sieht voll geil aus. Schau dir das British mal an. British Motors Monaco. Das ist lustig. Really nice car. Really nice car. I love it. Have a nice day. Er hat sich richtig gefreut, Alter. Bonjour. Jetzt dürfen wir auch geradeaus, weil es kein Polizist ist da. Komm, sollen wir machen? Ja, komm, jetzt ist nicht da. Oh Gott, ja, das lass machen, okay. Oh nein. Letztes Mal kamen wir hier nicht rein. Nee, natürlich nicht. Oh, jetzt kommt die Polizei hier. Jetzt gibt's bestimmt Ärger. Wo denn? Da. Nee, ja. Krass. Okay. Der geht einfach weiter. Ich würde sagen, das ist sogar so das bekannteste Gebäude in ganz Monaco. Casino Monte Carlo. Aber heute gar nicht so die krassen Autos hier, ne? Also nee, sonst überhaupt ist ja nicht. Immer alles voll. Guck mal, da steht was. Das ist ein Audi R8. Oh. Ja, ne? Hier, Audi R8. Aus Deutschland sogar. Oh ja. Hier, hinter den Absperrungen. Er hat sogar seine Insta drauf. Ja. Digga, er hat mich fast gerade platt gefahren. Guck mal hier. Oh nein, wie süß. Oh nein. Ja. Oh, jetzt hat er Angst. Wie süß war er denn? Guck mal, der sieht aus wie ein Teddybär. Guck mal, da vorne, da ist so ein Bagger oder so. Was passiert denn da? Schauen wir das mal genauer an. What is happening? What is happening? Les voitures montent juste après vous passer. English? English? Construction or trees? Zut. Zut. Ah, okay.
Ja, ja. I like a bike. Oh, guck mal hier, Rolls Royce. Bruder. Jetzt? Perfekt. See you, my friend. Bye bye. Oh Gott. Was passiert hier? Ich fahr einfach hier lang. Guck dir das an. Legendär. Damals, als ich ein kleiner Scheißer war, habe ich immer Formel 1 geguckt. Monaco, Monte Carlo. Und wie die dann hier mit 300 Stundenkilometer einfach durch den Tunnel gepfeffert sind. Wow, wow, Junge, dann, also ich weiß ja, wie schnell dank der Super Duke, weiß ich ja, wie sich ansatzweise 300 km anfühlen. Und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass man hier 300 fahren kann. Die fahren hier 300. Ja, krank, oder? Wir können ja mal ein kleines Video einblenden. Also wir haben einmal Ferrari Aston Martin, der ziemlich nice aussieht. Oh, oh. Alter, oh, da steht ein 918. Junge, halt doch dein scheiß Maul. David Boss, der Carspotter. Das Ding ist, man sieht ja viele Autos wie Aston Martin und vielleicht mal hier so ein Ferrari, ja, ob 458 oder 488 oder ein Rolls Royce. So, das ist alles ganz normal. Guck mal, David, aber hat jemand Bilder von deinem hässlichen Motor. Ja, ja. Gut, gut. Ja, genau. Bruder, das Teil, das ist einfach nur legendär. Merkst du das? Das hat so eine ganz einzigartige Aura. Schon, ne? Ja, es ist auch alles spiegelt. Alles spiegelt sich an. Boah, Alter, guck dir das mal an. Ey. Ich habe einmal in meinem Leben erst einen gesehen. Ich auch. Zieh dir das mal bitte rein, wie asozial das aussieht. Oh, ist das ein Arsch? Er hat einfach die Auspuffrohre auf dem Dach. Meinst du, da kommen Flammen raus abends? Also ich glaube, wenn er richtig dreht, dann kommen da Flammen raus. Also ich würde sagen, wir gucken mal bei Mobile nachher und dann können wir eigentlich die Anzahlung für unsere 918 Spider-Modelle schon mal tätigen, ne? Wir können auch einfach anfangen, unsere Nieren und sowas zu verkaufen. Aber ich glaube, das reicht dann immer noch nicht. Also das war definitiv das krasseste Auto, was wir hier bisher gesehen haben. Ja, absolut. Also der kostet auf jeden Fall weit über 1 Million Euro. Ja, viel mehr. Können wir hier links? Alter, hinter uns ist ein GT40. Fahr mal rechts ran. Boah, in Gulf-Lackierung. Halt doch dein Maul. Boah, Junge, wie boah, geil. Komm, lass mal hinterher. Okay. Boah, das ist das Auto. Geil. Oh mein Gott. Was sehen wir hier heute? Erst ein Porsche 918 Spider und jetzt einfach ein Ford GT. Den habe ich noch nie live gesehen. Echt? Nee. Boah, ist das ein schönes Ding. Jetzt sind wir auf der Rennstrecke mit dem Ford GT. Er fühlt es, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, klar. Was muss das für ein Feeling sein? Oder Polizei? Motorradpolizei sogar. Boah, Junge, Junge, ey, vorsichtig. Komm, David, really neben dem. Mhm, kannst du vergessen. Oh, jetzt gerade rote Ampel. Ja, schnell. Okay, stimmt. Englisch? Er hat irgendwas mit Pole-Position gesagt. Digga, Rennradfahrer haben einfach ein beschissenes Leben. Die sind immer schlecht gelaunt. Ja, stimmt. Ich habe noch nie einen Rennradfahrer getroffen, der richtig gute Laune hatte. Guck mal, da oben, was ist da? Guck mal, das ist doch hier Siegerehrung, das Treppchen, oder? Stimmt, ja, da war die Siegerehrung. Tatsache. Ich habe noch nie einen Huracan in Rot gesehen. Also, echt nicht. Boah, ich finde, es sieht auch aus wie so ein Spielzeugauto in der Farbe irgendwie. Was mir nicht gefällt beim normalen Huracan, ist hinten, dass es so glatt ist. Das ist beim Evo viel schöner gelöst. Wollte ich gerade auch sagen. Das sieht aus, als müsste da irgendwas hin, was ab ist oder so. Guck mal hier, er hat gewunken. Servus! Nice car! Bruder, da stand einfach ein Ferrari SF90. Ja. Sie hat gar keinen Bock gehabt. Ui! Oh, also der ist geil. Performante ist geil und die Farbe ist auch richtig lecker. Oh ja. Doch? Also würde ich mir so als Daily Driver zulegen. So, jetzt pass auf, jetzt kommt hier rechts McLaren. Da ist Mercedes. Da steht ein LT. Boah, die Farbe feiert. Und da steht ein Senna. Stell dir mal vor, irgendwann läufst du in den Laden rein und sagst, den nehme ich jetzt mit. Ja. Der ist verkauft. Guck, steht drauf, sold. Ja, der Senna ist schon richtig brutal. Also den fühle ich. Beziehungsweise da hinten den, das ist eigentlich mein Lieblings-McLaren, der 765 LT. Boah, ja, Mann. Das ist eine fucking Waffe. Das ist eine Waffe. Der ist nicht so teuer, wie du denkst. Guck mal, haben wir hier vielleicht den Preis? 500.000, 500.000, ist nicht so teuer. Also ich finde, für das Auto geht das. Aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, ich glaube, mittlerweile wissen das alle Leute bei mir auf dem Kanal, Porsche GT3 RS. Also das ist halt einfach so, man kriegt nicht mehr für sein Geld. Das ist einfach perfekt.